Hallo Ralf, erklärst du heute, warum der Schritt gut gegen Arthrosen ist? Das mache ich gerne, Uwe. Aber erklär bitte als erstes, was Arthrosen sind. Das weiß ich nämlich nicht. Arthrosen sind Erkrankungen der Gelenke. Genauer gesagt des Gelenkknorpels. Hat der denn Schnupfen oder Fieber oder sowas? Nein, nicht so krank. Wie denn dann? Der Gelenkknorpel kann verletzt werden. Und das Narbengewebe reduziert dann die Gleiteigenschaften des Gelenkknorpels. Tut dann die Bewegung weh? Ja, wenn es ganz schlimm ist, dann tut die Bewegung auch weh. Das ist aber nicht schön für ein Fluchttier, wenn ihm Bewegung weh tut. Da hast du recht, Uwe. Gerade für ein Fluchttier ist es ganz schlimm, wenn es aufgrund von Schmerzen nicht so schnell laufen kann, wie es will, wenn es muss. Soll man deshalb den Gelenkknorpel aufwärmen vor dem eigentlichen Training? Den Gelenkknorpel sollte man lieber nicht aufwärmen. Warum? Der Gelenkknorpel besteht aus einer sehr komplizierten Eiweißstruktur. Und dieses Eiweiß verändert bei zu großer Wärme dauerhaft seine Struktur. So wie Eiweiß, wenn man ein Spiegelei brät? Genau so. Aber was meinen die denn alle mit Aufwärmphase des Gelenkknorpels? Damit der Gelenkknorpel seine idealen Gleiteigenschaften erhält, muss er mit der Gelenkflüssigkeit gut durchtränkt sein. Wenn ein Schwamm voll Wasser ist, ist er dann durchtränkt? Ja, genau. Und was musst du mit dem Schwamm machen, damit er ganz nass ist, also voll durchtränkt mit Wasser? Na, im Wasser zusammendrücken und wieder auseinandergehen lassen und wieder zusammendrücken und wieder auseinandergehen lassen und so weiter. Richtig. Und wie nennt man diesen Vorgang? Früher sagte man dazu Walken. Genau. Und Walken ist das englische Wort für? Schritt. Deswegen, jetzt verstehe ich. Nur im Schritt hat man ein gleichmäßiges Verhältnis von Druck und Zug auf den Gelenkknorpel. Und so wird der Gelenkknorpel mit der Gelenkflüssigkeit durchtränkt und ernährt. Ernährt auch? Macht das nicht das Blut? Nein, der Gelenkknorpel wird durch die Gelenkflüssigkeit ernährt. Und wo kommt die her? Von der Gelenkkapsel, die das Gelenk umhüllt. Und wann macht die beste Nahrung für den Gelenkknorpel? Wenn sie harmonisch bewegt wird. Also im Schritt? Genau. Ich habe viele Pferde gesehen, die stehen mit bandagierten Beinen im Stall. Und ich habe sie gefragt, warum. Und sie sagten, das soll gut für den Gelenkknorpel sein. Aber dann stimmt das ja gar nicht. Nein, dem Gelenkknorpel hilft das nicht. Dafür ist es schlecht für das Lymphsystem. Das was System? Beim nächsten Mal, Uwe. Okay, gut, für heute war es genug. Also, gegen den Gelenkknorpelverschleiß hilft nur eines, den Gelenkknorpel walken. Du Ralf, wie lange eigentlich? Mindestens 15, besser 20 Minuten. Erst dann ist der Gelenkknorpel vollständig mit der Gelenkflüssigkeit durchtränkt. Das ist doch wunderbar viel Zeit, um sich in die Bewegungen des Pferdekörpers einzufühlen und dem Pferd mit dem Schritt glaubhaft zu vermitteln, dass man gar nicht flüchten muss. Genau.